wie es sein sollte. Ich habe die Drohne geflogen, alles so schön. Ich blende euch die Drohnenaufnahmen gerne gleich ein. Aber der Grund, warum ich jetzt so schnell mache, ist, weil ich das Video eigentlich mit dieser Kamera filmen wollte, aber der Akku ist leer und ich habe den Akku extra vorne aufgeladen. Der eigentliche Grund, warum ich das Video machen wollte, war, um das Mikrofon dieser Kamera etwas zu zeigen. Weil ich habe dieses Mikrofon verloren. Ich musste mir ein neues kaufen. Ich habe es nach dem Neujahrsvlog verloren. Es ist abgefallen von der Kamera, packt mich nicht, wie ich das nachzahlen konnte. Also musste ich mir ein neues kaufen bei Amazon. Sogar diese Verpackung hat mich gerade aufgeregt. Weil als ich das aufreißen wollte, ist es in der Mitte irgendwo gerissen. Da unten ist es gerissen. Das heißt, ich konnte es überhaupt nicht irgendwie richtig aufmachen. Und dann nehme ich gerade 8 Minuten lang hier Videoausschnitte auf, wo ich hier rede und spreche und euch ein bisschen was erkläre und zeige. Und dann sehe ich danach, dass die GoPro einfach keinen Ton aufgenommen hat. Die scheiß Actioncam hat keinen Ton aufgenommen. Und ich wollte auch noch mit euch darüber sprechen, dass ich die Drohne hier geflogen habe und dass viele Leute, was ich sehr toll finde, sehr interessiert zu mir kommen. Sich dann anschauen, sich so auch auf dem Handy anschauen, was man so sieht von der Drohne und gar nicht so abgeschreckt sind von wegen so, boah, ja, ausspionieren und so und der filmt uns jetzt und sowas. Sondern dass sie eher sind, was kann man damit machen? Zeig mal, du fliegst hier gerade übers Wasser oder du bist 20 Meter in der Luft, so diese Eindruck hat man normalerweise ja nicht. Das Einzige, was wir machen, kann so auf das Kletterngerüst klettern. Und genau das gleiche war auch nach meinem Neujahrsvlog, oder beziehungsweise bei dem Neujahrsvlog von Silvestervideo, wo auch eine Frau geschaut hat, was man mit der Drohne machen kann. Und sie war etwas skeptisch am Anfang, weil sie dachte, oh ja, man kann damit ja auch so über Leute fliegen und so, und man kann dann sehen, was sie machen. Aber andererseits fand sie auch extrem cool, als ich gezeigt habe, dass ich über die Spree geflogen bin. Und das fand sie doch ziemlich cool. Und sie fand es auch nicht so schlimm, dass sie kurz zwischenzeitlich mal gefilmt wurde. Und das fand ich gut. Also auf die Leute zugehen und denen zeigen, was man machen kann. Dass man keine böse Absicht hat, wenn man damit filmt. Schaut euch das an, das Ding sieht aus wie ein Frosch. Ein Frosch ist nicht böse. Ich habe dieses Mikrofon jetzt nochmal schön fest zugedreht und wenn ich es nochmal verliere, dann bringe ich mich um. Weil Sony ist ja so toll und hat den eigenen Blitzschuh entwickelt, wo genau nur gewisse Mikrofone rauspassen. Sony gibt es extra 2 Mikrofone. Einmal dieses und ein anderes, was 150 bis 200 Euro kostet. Und so viel wollte ich nicht ausgeben, weil ich habe für das jetzt schon wieder 70 Euro ausgegeben. Ich habe schon mal 70 Euro für genau das gleiche Mikrofon ausgegeben und ich habe es verloren. Anders findet übrigens, dass das aussieht wie ein U-Boot. Also, na, die Kamera. Und ich wollte jetzt gleich Schlittschuh laufen gehen. Eigentlich wollte ich den Vlog dann mit der Kamera aufnehmen, aber es geht nicht, weil der Akku ja leer ist. Also darf ich erst mit der Actioncam filmen. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir losgehen konnten. Also es wird aber auch relativ schnell dunkel. Es ist eigentlich noch gar nicht so spät. Aber wir gehen jetzt zur Eisbahn, da ist dann genug Licht. Aber da werde ich die Kamera wahrscheinlich nicht mit rausnehmen, weil ich Angst habe, dass sie mir runterfällt. Dann geht sie kaputt, dann nehme ich da einfach die Actioncam mit raus. Schaffst du? Ja. Oh mein Gott, sie ist so gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum bin ich so? Ich bin aus. Na du? Okay, wir versuchen jetzt Anna einzuholen. Anna ist irgendwo da vorne. Ich habe gerade noch ein Bild für Snapchat gemacht. Da könnt ihr mir übrigens folgen, Cedric298. Wir versuchen jetzt Anna einzuholen. Da ist sie. Hallo. Du hast dein Kind hingefallen. Habt ihr gehört? Wir müssen jetzt gehen. Das heißt, Anna, die muss jetzt auf Hochtouren und durchfahren. Ui. Alles okay? Ja. Was passiert weg hier? Wir sind zurück vom Schlittschuhlaufen. Wir waren jetzt auf dem Duschen und eigentlich ist einiges schon passiert. Wir haben Karten gespielt, wir haben gegessen. Hi. Beim Schlittschuhlaufen ist mein Stativ einfach noch kaputt gegangen. Also da ist meine Kamera drauf, dann halte ich das so fest so.
Und da ist einfach dieses eine Bein abgefallen. Und wie unlucky kann ein Mensch sein? Ich meine, ich habe mein Mikrofon verloren letzte Woche. Jetzt mein Stativ noch kaputt gegangen. Ich hätte meine Kamera fällt einfach noch auseinander.